In Eichelborn, da gibt es ja den Maßregelvollzug. Ja. Wissen Sie, wer da drin sitzt? Straffällig gewordene, kranke Menschen. Haben Sie Angst? Nein, nein. Wir fühlen uns hier sehr sicher. Doch. Angst habe ich nicht, nein. Auch um meine eigenen Kinder nicht. Nee, eigentlich nicht. Weil man arbeitet da auch und ich weiß so ein bisschen, wie es da abläuft. Also eigentlich nicht. Ja, als Eltern macht man sich natürlich schon Gedanken darüber. Und wenn man von anderen Eltern mitbekommt, dass manchmal Vorkommnisse passieren, dann überlegt man sich das Ganze schon, ob man jetzt hier in der Gegend also wohnen möchte oder nicht. Wofür sind diese Klappen? Die Klappe, also nachts wird hier zugeschlossen, ist Nachteinschluss hier. Und hier ist ein Sichtfenster dahinter, wo die nachts besser mal reingucken kann. Und hier, wenn jetzt zum Beispiel was ist, man braucht Schmerzmittel oder Nachtmedikation. Ja, und das ist mein Zimmer, ist ein Zweibettzimmer. Hier ist zum Beispiel jetzt auch diese Rufanlage für die Nacht. Wenn was ist, drückt man, oder wenn es einem nicht gut geht, oder je nachdem, Notfälle. Ja, und hier habe ich mich so ein bisschen in meiner Ecke eingerichtet. Musikanlage, Fernseher. Einfach so ein bisschen, dass man nicht dieses Klinikgefühl hat. Wir haben hier in der Longsee auch den Vorteil eben, dass man uns selber einrichten können. Wir könnten jetzt so selber Möbel kaufen. Das heißt, die Gardinen und diese Bettwäsche haben Sie alles selber ausgesucht? Alles selber. Außer jetzt zum Beispiel der Schrank. Der ist festgemacht, dass man nicht verrutschen kann. Und hier so diese Möbel, das ist alles rutschbar. Und ab und zu baut man nochmal um, um ein anderes Bild zu bekommen. Fühlen Sie sich hier wohl? Ja. Ist ja jetzt mein Zuhause. Herr Steffes, haben Sie Geschwister? Ich habe noch einen Bruder und eine Schwester. Sind die älter oder jünger? Die sind beide älter. Das heißt, Sie waren das Nesthäkchen? Nee, ich war das Sorgenkind. War Ihre Mutter sehr streng? Ja. Können Sie sich an ein Erlebnis mit Ihrer Mutter erinnern? Da habe ich zum Beispiel von Kumpel. Die hatten einen Bauernhof, die haben einen Hund gehabt und der Hund hat Junge gehabt. Und da hat er mir einen geschenkt und den habe ich damit nach Hause genommen. Ja, dann habe ich erstmal Prügel gekriegt. Und Prügel, entweder war das immer mit so einer Riemenpeitsche, mit so 7 Lederriemen dran oder Gürtel. Das war. Und wo ich dann älter wurde, habe ich dann zurückgeschlagen. Ihren ersten
Gefängnisaufenthalt. Wofür wurden Sie verurteilt und wann war das? Das war 76, 75, 76, so, weiß nicht mehr genau. Und da bin ich verurteilt worden, Urkundenfälschung und versuchte Republikflucht. Und wie ging es dann weiter? Ja, und dann bin ich wieder U-Haft, dann bin ich in Erwachsenenvollzug gekommen. Und da habe ich dann die 3,5 Jahre abgemacht. Ich bin dann rausgekommen und dann bin nach 3 Monaten, da bin ich dann mit lebenslänglich, eigentlich Sexualdelikt. Was haben Sie da gemacht? Da habe ich ein Mädel umgebracht und versucht zu vergewaltigen. Können Sie mir die Tat beschreiben? Ja, da bin ich eine Straße lang gelaufen und ich sag mal, im Knast habe ich mir so sexuelle Fantasien angeeignet oder so verfestigt von Vergewaltigung, weil ich saß ja auch mit Vergewaltigern zusammen und alles. Und ich fand das irgendwie super. Und dann bin ich da die Straße lang und dann kam da eine und dann habe ich die gegriffen. Und was haben Sie mit ihr gemacht? Ja, von der Straße runtergezogen und in so einem Feld, an so einem Strohdieb. Und da habe ich dann gemerkt, dass ich die kenne, weil das war auch in der Nähe von unserer Ortschaft. Ja, und dann habe ich sie erwürgt. Wie viele Mädchen haben Sie vergewaltigt? Mit Zahlen habe ich es nicht so genau, aber das waren bestimmt 6 bis 7. Sind das immer eine bestimmte Art Mädchen gewesen? Es waren, wie gesagt, es waren immer Mädchen zwischen 10 und 15 Jahren. Hätte vielleicht auch, ich weiß es nicht, kommt drauf an, wahrscheinlich, wenn ich noch länger draußen gewesen wäre und das nicht passiert wäre, dass man mich gekriegt hätte, wäre wahrscheinlich auch irgendwann die Älteren gekommen. Aber in dem Zeitraum war es tatsächlich so, die 10- bis 15-Jährigen. Und ich glaube auch, jemand, der mit dem Messer bedroht wird und ist gerade mal 10, 11, 12 Jahre alt, der, um zu leben, macht der alles. Haben Sie sich je überlegt, was Sie den Frauen antun, die Sie versucht haben zu vergewaltigen? War mir egal. Hassen Sie Frauen? Nö. In der Hinsicht nicht. Mir waren die nur egal. Ging es bei den Opfern um Sex oder um Macht? Es ging um beides. Es ging um beides, hauptsächlich garantiert auch um Macht, weil ich wollte ja auch mal mächtig sein. Und es ging auch um Zuwendung und um Sex. Aber Zuwendung bekommt man ja nicht mit Gewalt. Das hat mich damals zu diesem Zeitpunkt nicht interessiert. Das Schlimme daran ist, man ist tatsächlich, und das wird ja mit Sicherheit auch jeder so sagen, ist tatsächlich so, dass man sich danach erstmal wirklich gut gefühlt hat. Ich habe mich richtig gut gefühlt. Ich war in dem Moment der Größte für mich. Seit wann sind Sie denn hier im Maßregelvollzug, Eitelborn? Seit dem 15.08.2011. Ich sage ganz ehrlich, ich bin schuldig. Ich bin schuldig der mehrfachen Vergewaltigung, der mehrfachen Schändung. Ich weiß aber selber nicht, woher das kommt. Mein Gutachter hat das so ausgedrückt, dass dadurch, dass ich eine Übertestosteronproduktion habe, es ist eine krankhafte Veranlagung, die seelisch bedingt ist, die behandelbar ist. Was war Ihre letzte Straftat? Der Grund, warum Sie hier im Maßregelvollzug sind? Da habe ich mich mit jemand aus Bayern verabredet und bin weitergegangen, als er wollte.
Und das mehrfach. Was haben Sie gemacht? Mit ihm, an ihm rumgespielt und dann in ihn eingedrungen. Anal. Warum hatten Sie keinen einvernehmlichen Sex? Weil er halt in dem Moment, wo ich wollte, noch nicht so weit war. Und ich wollte es, ich habe mich von meinem Trieb steuern lassen, ich habe ihn mit Alkohol abgefüllt, bis er halt willenlos wurde. Da waren halt diese egoistischen Sexgefühle. Jetzt, sofort, wie ich das will. Nicht warten, sondern jetzt sofort aufs Bett mit ihm und loslegen. Und weil er das nicht wollte, halt eben, dann halt eben über den anderen Weg. Halt abfüllen, abwarten, bis er nicht mehr mit sich klarkommt und das dann ausnutzen. Der Unterschied zwischen einem Maßregelvollzug und einer Justizvollzugsanstalt? Zwischen einer forensischen Psychiatrie, also dem psychiatrischen Maßregelvollzug, und einer Justizvollzugsanstalt ist der Unterschied, dass im Gefängnis voll schuldfähige Täter sitzen und psychisch gesund oder zumindest solche, deren psychische Störung nicht als so krankheitswertig eingestuft wurde, dass sie zur Schuldminderung führt. Und in der forensischen Psychiatrie sitzen Menschen mit schweren psychischen Störungen oder auch schweren psychischen Krankheiten, wie zum Beispiel einer Schizophrenie, und die aufgrund dieser Erkrankung, dieser Störung Straftaten begangen haben und deswegen, weil sie eben gestört sind, weiter gefährlich sind. Wird der Balkon abends abgeschlossen? Der wird jeden Abend abgeschlossen. Also die Tür kann normalerweise im Sommer ein bisschen aufbleiben, dass man die nochmal so aufmachen kann. Ob sie die dann nachts noch abschließen, das kriege ich dann nicht mehr mit. Weil jetzt ist sie zum Beispiel auch, ist sie ja abgeschlossen. Hat der Pfleger jetzt abgeschlossen. Muss er zwar noch nicht, aber alle Außentüren werden nachts abgeschlossen. Hier hinter ist auch so eine Oberschließung. Die muss dann auch abgeschlossen werden. Das ist auch an allen Haustüren nach draußen hin, dass keiner rauskommt. Und die Tür vorne im Büro kann man nur vorne öffnen, im Büro erstmal aufschließen. Und dann per Knopfdruck kann man die dann öffnen. Dass sie dann jetzt um die Zeit noch raus können. Sonst kommen sie gar nicht raus. Um welche Uhrzeit wird denn abgeschlossen? Abgeschlossen wird so gegen circa halb acht, viertel vor acht, so kurz vor der Übergabe. Oh Mann. So. Guck jetzt mal an, 8.4.66 geboren. Wie lange bin ich jetzt hier? Vom 3.5.95. Ja, Holger, leider so lange schon. Wer du? Ich hab gedacht, jetzt ein Jahr oder sowas. Echt? Krieg ich so noch erst? Ja. 10 Uhr bist du? Ja, stimmt bei mir auch nicht. Stimmt bei mir auch nicht. Ich war erst 19 Uhr hier, das weiß ich noch ganz genau. Der Bauer hat mich angenommen. Der Herr Bauer. Wie heißt der Vogel? Nichts mehr hier. Hallo. Mahlzeit, der Herr. Bis später. Mahlzeit. Mahlzeit. Mahlzeit.
Herr Hess, ich bräuchte ein Messer. Ist der Breder schon da? Der Breder ist schon da. Ja, super. Jo, danke. Mich kann man nicht überhören. Zu tun und so ein Familienfest. Denken Sie dann an Weihnachten hier in der Klinik? Ich, ehrlich, bin ich an Weihnachten gehasst. Ich tue es eigentlich auch heute noch. Ich finde das zwar schön, da mit den Kameraden ein bisschen zusammenzusitzen, aber so richtig Weihnachten, das ist nichts für mich. Warum nicht? Das hat viel mit der Kindheit zu tun, ne? Wenn du da mit 145 Kindern und Ordensschwestern dann da so durchs Haus dackeln musst als Kleinkind, Hand in Hand, und Adventslieder singen und Weihnachtslieder singen. Und ein riesiger Saal, wo sie dann alle zusammen sitzen und essen müssen. Also sind so Sachen, die... Ich finde Weihnachten zwar eine schöne Zeit, aber kann auch aus meinem Leben gestrichen werden. Wissen Sie, warum sie in ein Heim kam? Eltern sind Alkoholiker, die waren gar nicht in der Lage, die Familie zu ernähren. Sind sie auch heute noch nicht. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob die heute noch leben. Interessiert mich aber auch nicht. Haben Sie Geschwister? Also ich wusste erstmal nur von einer Schwester. Das auch nur durch Zufall. Die hat mit mir in Hamm in einem Heim gelebt. Und die durfte ich aber nicht besuchen. Dann sind wir irgendwann in ein anderes Heim verlegt worden. Und da habe ich meine Schwester dann das erste Mal auch gesehen und hatte da dann auch feststellen müssen, dass es nochmal 9 andere da waren, die auch meine Geschwister waren, von denen ich nichts wusste. Die kannte ich gar nicht. Ich wusste gar nicht mal, dass sie überhaupt existieren. Wir wurden zusammengelegt in ein Heim. Alle 11 Geschwister? Alle 11 Geschwister. Das heißt, Sie hatten nie Kontakt mit Ihrer Mutter oder Ihrem Vater? Mit 12 oder 13 sind die, ist das Jugendamt mal aufgetaucht, das kam ja aus Soest und hatte uns angeboten, unsere Eltern zu sehen. Ich bin dann abgehauen, weil ich das nicht wollte. Und nach meiner Lehre, ich glaube 2 Jahre nach meiner Lehre, das war 89, da hat mich meine Schwester gefragt, ob ich da mal hinfahren könnte, die da hinbringen. Das habe ich auch gemacht. Ich habe aber gleich von Anfang an gesagt, wenn ich da hinkomme und ich sehe nur eine Bierflasche auf dem Tisch, bin ich weg. Der ganze Tisch stand voll und ich habe die ausgeladen und bin wieder weggefahren. Hab sie dann hinterher auch wieder abgeholt. Da wollte meine Mutter mich in den Arm nehmen, da habe ich sie weggeschubbt. Ich sag, du brauchst nicht zu mir hinkommen. Ich sag, lass mich in Ruhe. Und dann bin ich auch wieder gefahren und seitdem kein Kontakt mehr. Auch nicht mehr zu meinen Geschwistern. Können Sie sich an Ihr schlimmstes Kindheitserlebnis erinnern? Das ist der eigene sexuelle Missbrauch. Wann war das? Das war mit, es fing mit 8 Jahren an und hörte mit 14 Jahren auf. Ging so los, dass ich wie jedes Kind dann auch ins Bett musste. Da war ich aber noch im Heim. Das ist auch im Heim passiert. Ich bin ganz normal ins Bett gebracht worden von den Ordensschwestern, so wie das immer so abgelaufen ist. Und nachts kamen die dann ins Zimmer rein. Erst war es einer, hinterher waren es 2. Also wie gesagt, kam ins Zimmer rein, legte sich bei mir ins Bett. Zwang mich, ihn zu streicheln, am Geschlechtsteil, ihn den auch in den Mund zu nehmen. Ich habe das erstmal so hingenommen. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Habe dann aber festgestellt, dass das für mich nicht normal war, dass man das überhaupt so macht. Und habe mich dann auch irgendwann bei der Oberschwester gemeldet, habe ihr das gesagt, dass die mir wehtun. Ich wusste nicht, wie ich das beschildern sollte. Ich hatte ja nun mal keine Ahnung.
Und dann hat sie mich gefragt, was ich meine mit wehtun. Und dann habe ich ihr das erklärt. Und das Einzige, was ich gekriegt habe, war eine Ohrfeige. Und da war klar, keine Chance. Wie ist kaputt. Das heißt, Sie haben es einmal angesprochen und dann nie wieder? Ich habe es einmal angesprochen und dann nie wieder. Ich habe es das erste Mal hier wieder angesprochen in dieser Einrichtung. Wer hat Sie denn missbraucht? Mit Bewohner aus dem Heim. Also Leute, die auch dort, Jungs, die dort auch waren, die dort auch gelebt haben. Und wie gesagt, war am Anfang einer, hinterher waren es zwei. Und die Misshandlungen, die wurden auch immer schlimmer. Also mit dem Gürtel geschlagen, mit dem Gürtel gewürgt, gefesselt, Geschlechtsteil versucht, hinten in den Po reinzuschieben, ein Glied in den Mund zu nehmen, der andere schob dann jetzt hinten rein. Und wehe, man hat dann geschrien oder so, dann hat man nochmal zusätzlich was draufgekriegt. Das hat damals keinen interessiert. Und wenn ich in der Schule war und hatte eine Badehose an, dann hatte überall blaue Flecken, das interessierte damals keinen. Und wenn heute ein Kind in den Sandkasten stürzt, da wird die Polizei gerufen. In den 60ern und 70ern war das auch unheimlich schwierig, da überhaupt eine Chance zu bekommen, weil sowas gab es ja nicht. Wie lange haben Sie denn den Missbrauch erduldet, bis Sie sich gewehrt haben? Bis zu meinem 14. Lebensjahr. Ich habe festgestellt, dass einige sich für sich so, ich denke, oh, wenn die sich prügeln können, müsstest du das eigentlich auch können. Mal gucken, ob die dann aufhören. Und das war tatsächlich so, die sind nie wieder gekommen. Ich habe denen ganz klar gesagt, kommt ihr nochmal wieder, schlage ich euch tot. Das hätten Sie dann auch gemacht? Ich hätte das gemacht. In dem Zustand, in dem ich mich damals befunden habe, wäre das als 14-Jähriger, 15-Jähriger, wäre das passiert, ja. Sie sind immer von jemandem abhängig, können keinen Gang alleine machen. Zu Ihrer Arbeit im Kulturzentrum hier auf dem Gelände werden Sie gebracht. Diese Abhängigkeit, wie empfinden Sie die? Ist nicht schlimm, weil ich empfinde das noch nicht mal so gebracht. Weil KulturZ geht man zusammen. Als wenn mehrere Arbeitskollegen zusammenhängen geht so. Jo, der eine muss die Tür aufschließen, aber das sieht man nach so vielen Jahren nicht mehr. Sehen Sie die Gitter noch? Nee. Was bedeutet Ihnen Ihre Arbeit im KulturZ? Viel. Weil es macht ja Spaß so. Das ist eine Begegnungsstätte, auch mal zu zeigen, da arbeiten welche. Wie kann man den Messern da angeben oder wie kann man das so? Um zu zeigen so, die sind ja gar nicht so wild. Man sagt, Sie sind so etwas wie die gute Seele vom KulturZ. Ja, ich sage mal Chef. Sind Sie das? Nee, wir sind ein Team. Also KulturZ ist Teamarbeit. Wenn Sie da alleine machen oder so, dann geht das in die Hose. Gut, ich bin jetzt, wie sagen die anderen immer zu mir, ich bin die Glühbirne. Ich bin der Denker, weil ich viele Einfälle habe. So. Kann es sein, dass Sie sich hier zum ersten Mal auch angenommen fühlen? Ja. Angenommen und geborgen. Woher haben Sie denn so gut kochen gelernt? Hier in Alkebom. Habe ich mir angeeignet.
durch die Selbstverpflegung. Gut, früher habe ich Raststätte gearbeitet, da hat der Küchenchef immer ein bisschen geholfen, aber hier so den Rest. Wie viele Portionen kochen Sie hier? Heute habe ich ja, 25 bis 30. Ist immer unterschiedlich, wie die Jungs Hunger haben. Mit Salat und einmal ohne Salat. Einmal mit Salat, ja. Und beide von Wurst. Ja. Einmal der Wurst sind. Ja. Ich nehme alles nach vorne. Ist einfacher. Eine Torte? So. Was gibt's denn heute zu essen? Hähnchenbrustfilet in Käsesoße, Tortellini und gemischten Salat. Ein Essen hier. Was machen Sie da? Ich plane jetzt einen Einkauf für die nächste Woche. Also so essensplanmäßig, was wir machen wollen, getränkemäßig, was wir machen wollen. Und dann wird die Bestellung gemacht, dann wird dann Mexiko-Faxt und Mittwoch kommen die dann. Das ist alles Eigenständigkeit. Ja. Suchen Sie sich aus, was es zu essen gibt nächste Woche? Nein, das haben wir im Team besprochen. Also wir besprechen das, was wollen wir machen, was können wir machen. Müssen wir auch gucken, was an Geld da ist, wegen Haushalten, damit es auch hinkommt. Was ist denn das Highlight von nächster Woche? Alles gut. Er wirkt auf mich völlig ungefährlich. Täusche ich mich da? Ja. Sie können einem Menschen Gefährlichkeit nicht ansehen. Es ist eine völlige Illusion zu glauben, dass man Menschen gegenüber sitzt, die sich freundlich benehmen können und die ungefährlich sein. Sie können einem Menschen nicht ansehen, ob er ein bestimmtes Gefahrenpotenzial hat oder nicht. Im Urteil steht, Sie seien ja auch sehr lange rumgefahren, viele, viele Stunden vorher. War das so? So in meiner Freizeit immer, weil das war so, ja, wie soll man sagen, so wie so ein Naturschutzgebiet, so Wald. Weil ich hatte ja auch so keine Kontakte. So. Waren wieder einsam? Ja. Hätten Sie gerne Kontakte gehabt? Ja, aber ich wusste nicht so, ja wie, da gibt es sich mit so hin ab. Und Kontakte zu wem hätten Sie gerne gehabt? Zu was für Menschen? Ja, Frauen. Zu Frauen? Weil ich hatte mir ja auch, wo ich, also ich habe ja auch so einen Traum gehabt, wenn ich rauskomme, eigene Bude und Arbeit. Vielleicht mal Familie. Haben Sie auch mal andere Paare beobachtet? Bei Intimitäten, bei Zärtlichkeiten? Im Sommer so. Am Badesee. Wie ging es Ihnen damit? Ja, ich bin erregt. Und, das ist das, was ich nie kriege. So. Gut, dann gab es eine ganze Serie von Delikten, die im Grunde alle nach dem ähnlichen Muster abliefen. Dann gab es zwei letzte Delikte, die da rausfallen. Was war da anders? Da war Gegenwehr, mit der ich nicht gerechnet habe.
Also ich hatte die erste war ja in Dortmund, da ging es so unter Führung und dann nehmen wir wie so ein, von der Stadt so ein Lagerraum oder so. Und da habe ich sie reingezogen, das ging eigentlich leicht. So und drin hatte ich sie an die Wand und wollte sie befummeln und da hat die da angefangen so hysterisch zu schreien und zu treten, zu kratzen. Sie sagen, sie hat angefangen hysterisch zu schreien. Was meinen Sie denn, warum hat die geschrien? Ja, aus Angst. Aus Angst. War die Angst für Sie erregend? War das ein zusätzlicher Kick? Weiß ich nicht, ich glaube nicht. Weil die Erregung war ja vorher schon, wo ich sah. Ja. Aber da hatte ich eigentlich schon Macht über sie. Ja, ja. Das hat mich eher wieder rausgebracht, so. Weil ich habe ja gedacht, ich habe sie voll im Griff und dann... Also das Schreien war eher wieder lästig. Ja, schreien, kratzen, treten, das war auf einmal, na ich. Und ist es dann zum Geschlechtsverkehr gekommen? Nee. Sondern? Ich habe sie befummelt und Hose ordiniert so. Haben Sie sie ausgezogen? Ich hatte Hose runtergezogen bei ihr. Ja. Sind Sie irgendwie mit den Fingern oder mit dem Gegenstand irgendwie eingedrungen in die Frau? Ne, gestreichelt so. Streichelt? Ja. War die Frau schon bewusstlos? Weiß ich nicht. Da können Sie sich nicht dran erinnern? Nee. Wann haben Sie denn dann auf die Frau eingestochen und warum? Ja, weil die dann, die hat mir erstmal einen Schritt getreten und wieder gewehrt. Und da habe ich dann das Messer und war rausgenommen und zugestochen. Das Zustechen, war das für Sie ein besonderer Reiz? Nee, musste einfach nur schnell. Musste einfach nur schnell sein. Und würgen war da nicht ausreichend? Ja, das erste Mal hat es ja auch nicht geklappt. So. Das heißt, da mussten Sie mit dem Messer nochmal nachsetzen? Ja. Sind Sie davon ausgegangen, dass sie tot ist? Ja. Ja. Das wäre dann ja, Sie wussten es ja vorher nicht, dass sie nicht tot war, dass sie es überlebt hat. Das wäre dann ja für Sie sozusagen erstmal schon die zweite Tote gewesen. Wie haben Sie das für sich irgendwie bewertet? Es ist passiert. Nur damit ich das richtig verstehe, Sie malen jetzt ein Haus aus einer Fernsehserie. Genau. Und woher haben Sie den Grundriss? Der ergibt sich aus den Einstellungen aus der Kamera im Fernsehen. Halt berechnen, einen Raum, der zum Beispiel ein Beamer drin hat, braucht mindestens einen Durchmesser von 6 bis 9 Metern, damit der Beamer auf eine Größe von 1,80 kommt, das Bild. Daraus kann man den Rest des Raums berechnen. Standardschränke sind halt eben 80er bzw. 60er. Bücherregale sind 60er, Schränke sind 80er. Und warum machen Sie das? Aus Zeitvertreib und einfach, just for fun, weiter trainieren. Für wie lange wurden Sie verurteilt? Das waren 2 Jahre, 2 Monate auf Bewährung zu 4 Jahren. Und innerhalb dieser 4-jährigen Bewährungsfrist bin ich das nächste Mal auch wieder straffällig geworden, wieder im selben Bereich. Auch wieder in demselben Chat, unter einem Nick, den ich mal eingerichtet hatte, wo ich vom Alter her 16 war, und einem anderen Nick, den ich eingerichtet hatte mit meinem wirklichen Alter. Und das ist halt dieses Gefährliche an diesem Chat, es wird nicht kontrolliert, wie alt man wirklich ist. Man kann die Altersangabe fälschen, indem man sich so einen Personalausweisgenerator aus dem Internet lädt, weil man nur diese untere Nummer vom Personalausweis braucht. Und schon gilt man als verifiziert. Und wird damit entsprechend hoch eingestuft im Chat. Da kann man dann als Beruf angeben, Polizeibeamter, Sanitäter. Sobald die Personalausweisnummer da unten verifiziert wird, halt über diesen Computer von denen, wird das als echt dargegeben. Dann sieht das Profil aus, als ob das ein echter Polizist ist, der dort chattet.
Warum immer eine falsche Identität? Weil man damit schneller Vertrauen gewonnen hat. Wenn man dann besonders in diesen Jugendchats waren, wo halt sich die 16-, 17-, 18-Jährigen tummelten, wenn da jetzt jemand gewesen ist, der da drin Handwerker stehen hatte, der hat nicht so schnell Kontakt gekriegt, wie wenn da jemand Polizeibeamter war und dann eben in Anführungsstrichen Einsatzgeschichten erzählen konnte, dann waren sofort 10, 15, 20 Leute an einem dran. Wurde dann irgendwann gefragt, wie Sie aussehen oder haben Sie sich selbst beschrieben? Ich hatte dann Fotos von mir gemacht, halt eben mit Verkleidungsstücken, wo das dann auch passend war. Aus dem Kostümverleih mir zum Teil dann eine entsprechende Dienstuniform der Polizei geliehen, mich da drin fotografiert und dann eben als Porträtfoto in die Profile gesetzt. Das ist ja ein hoher Aufwand. Das war ein Aufwand von einem Nachmittag. Innerhalb dieses Kostümverleihs 8 Kostüme anprobiert und ein Foto machen lassen. Meistens lief das dann so ab, ich war im Chat, hab geguckt, wo ist jemand, der Probleme hat und hab dann eben ganz gezielt diese Person angesprochen mit dem entsprechenden Profil, wo ich merkte, da könnte er drauf anspringen. Und dann? Ja, eben ein Pseudo-Vertrauen aufgebaut und ihn dann ausgenutzt. Sexuell ausgenutzt. Welche Rolle spielte denn das Thema Sexualität in Ihrer Familie? Eine relativ geringe. Man hat zwar darüber gesprochen, wenn Fragen waren, wenn ich Papa oder Mama gefragt habe nach bestimmten Stellungen oder irgendwelchen Begriffen, ist das mir von denen immer relativ sachlich erklärt worden. Ich hatte Erotikfilme, ich hatte Pornofilme zu Hause, das wussten meine Eltern und haben dort auch nie großartig mit mir darüber gesprochen. Nur halt eben, wenn sie merkten, ich hänge da Tag und Nacht vor, dann wurde mal gefragt, ob das den ganzen Tag laufen muss. Aber es war halt eben akzeptiert, dass ich die hatte und nutzte. Sie bekommen ja regelmäßig Besuch von Ihren Eltern. Ja. Was glauben Sie, denken Ihre Eltern, warum Sie jetzt hier sind? Von meinem Vater weiß ich, dass er hier Hoffnung sieht, dass ich auf ein straffreies Restleben komme. Meine Mutter sieht es sehr skeptisch. Sie sagte erstmal abwarten, was dabei rumkommt, weil sie die ganzen Geschichten vorher kennt mit den Aufenthalten in den Psychiatrien im Gefängnis und sich nie was gebessert hat. Da hat sie noch Probleme mit, aber das muss sich halt geben. Guten Tag. Hallo. Bitte schön. Ja, aber das ist ein Elektrogerät und Sie wissen ja, dass Elektrogeräte über den Pfortenweg nicht rein dürfen. Und wir haben von der pflegerischen Leitung keine Genehmigung bekommen. Müssen Sie einschließen. Und wenn wir das hier vorne überprüfen und Ihnen das hier... Nein, das müssen Sie nachher wieder mit nach Hause nehmen, wenn der Besuch zu Ende ist. Ich lege es einmal hier hinten rein, dass es nicht wegkommt. Handy hatten Sie eingeschlossen? Ja. In diesem Kuchen ist Alkohol mit drin. Nein. Das ist auch leider ein. Ich dachte, den habe ich schon öfter Ihnen mitgebracht. Bitteschön. Danke. Hallo, guten Tag. Dankeschön. Danke. Hallo. Ja, wir dürfen die Kaffeemaschine nicht mit rein. Wieso denn? Nee, da muss ich mal drum kümmern. Die steht vorne. Und wieso ist das abgeklärt? Das ist ja, Jens, das spricht das mit der Station. Friedeck, Besucherraum. Oder Herr? Geben Sie mir den mal bitte hin. Jo. Aber bin ich enttäuscht, ne?
Ja, was soll er sonst machen? Aber schlimm ist es auch nicht. Ach, was, ist doch völlig überflüssig. Die haben doch alles hier, ne? Der kann doch auch die Kaffeemaschine aus der Küche benutzen. Meine Eltern haben ja die Kaffeemaschine, wie abgesprochen, mitgebracht. Warum kriegen die jetzt nicht ins Haus rein? Weil ich hatte doch beantragt, der Antrag ist genehmigt worden und es ist abgesprochen und es ist doch auch eingetragen worden im PC, dass das durchgehen darf. Jens, mach doch nicht so ein Zielkopf. Ja, können Sie das bitte klären? Okay. Jo. Komisch, und sagen die, dass der PC eingetragen und genehmigt worden von Herrn? Ja, gut, das ist ja nicht so aufregend. Jetzt hast du das ja erstmal so weit in die Wege geleitet. Ich verstehe es echt nicht mehr, weil es ist unten durch die komplette Konferenz gelaufen. Ist sogar extra noch mit der therapeutischen Leitung hier im Haus besprochen worden und genehmigt worden. Gut, das wissen wir nicht. Die haben sie auf jeden Fall und die ist da und die kriegst du auch. Also wir müssen wieder jetzt mit nach Hause nehmen. Ist ja eigentlich keine Tragödie, oder? Nö, es ist nun mal wieder typisch hier fürs Haus, dass hier die eine Hand nicht weiß, was die andere tut. Bürstelig gesagt. Ja, du musst das hier... Nee, ist das so. Du musst das mal koordinieren hier alles. Nein, das nicht, aber ich finde es einfach nur nicht mehr okay, dass hier... Ah, sagt ja... Hast du dich so darauf gefreut? Ja, die andere Maschine ist ausgetragen vom Bestand her, mit dem Vermerk Tausch heute. Ja gut, klärst du mal. Wo ist denn dieser Korb, den du eben hattest? Wir haben dir auch zwei Radiergummis mitgebracht, Jens. Die sind genehmigt. Als ungefährlich eingestuft. Herr Bodo, oder Herr Bassi? Ach, lass doch. Nee, das geht doch nicht ein. Was denn? Das ist nicht ein. Hier, das ist einmal die Dinger drin. Guck mal da rein in den Umschlag. 21 Euro. Ja, guck mal in den Umschlag rein. Ja, gut. Das mache ich zu Hause hier. Kannst du haben, ne? Es ist das erste Mal, dass wir hier ohne Kuchen sind. Ja, guck mal, was da steht. Ja, ist ja gut. Alles in Ordnung, Jens. Jetzt haben wir keinen Kuchen. Ja, muss ja nicht. Und ich sag ganz ehrlich, das wird nur ein Nachspiel haben. Ich werde entweder jetzt gleich oder... Jens, sei nicht so blöd. Nein, das... Jens, richtig nicht. Ich finde das nicht okay. Da hat bestimmt keine böse Absicht dabei. Ja, aber wenn bei uns der Stationsleiter sagt, das geht in Ordnung. Ja, das Insel haben wir jetzt schon dreimal gehört. Da muss er sich doch abgesichert haben, weil er doch auch den Antrag genehmigt hat. Hm. In Besprechung im Team. Ja, ja. Bei uns ist nächste Woche Schützenfest. Da geht's. Hast du denn irgendwas fürs Wochenende vor jetzt oder so? Nichts Spezielles. Heute Abend noch Arzt und dann mal gucken, weiter rum. Und das ist das so für dich in Ordnung, also sozusagen weiter gucken oder so? Ja, ich gucke halt täglich, was auf Station anliegt, weil im Moment kann ich ja nicht mehr machen. Nee, ist klar, aber man kann sich doch selber was vornehmen. Ne? Ja, wie gesagt, also ich beschäftige mich schon, es kommt keine Langeweile auf. Nur es sind jetzt irgendwie keine großen Unternehmungen anstehend. Ja, gut, aber ich meine, ja. Was weiß ich, mit deinen Zeichnungen oder was du sonst machst, zu sagen, also am Wochenende mache ich das jetzt fertig oder einen Teil davon fertig oder sowas. Ne? Da mache ich was dran rum, aber ich bin auch dann, wenn was auf dem Balkon los ist, dann bin ich auf dem Balkon. Da lässt du dich so treiben. Da lässt du dich dann so treiben. Sitzen wir schon mal abends, trinken Kaffee und unterhalten uns. Ja, ja, klar, dann ist es ja da. Kommen manchmal ganz witzige Sachen bei rum. Herr Bodovi, Jens Friedeck hier. A, meine Eltern wollten gehen und B, wollte ich nochmal wegen der Kaffeemaschine nachfragen, ob das geklärt werden könnte, bitte. Also ich nehme jetzt auf jeden Fall die alte Kaffeemaschine. Ja. Oh, ich muss mir jetzt wieder etwas gerade strecken. Dann mach's gut, ne? Jo. Rufen wir an, morgen oder wann? Jo. Und nächsten Donnerstag. Geht das? Und nächsten Donnerstag, dankeschön. Danke. Jo. Wir sind ja hier auf einer Abteilung, wo nur Sexualstraftäter leben. Gibt es eine gewisse Hackordnung hier? Das gibt es hier nicht. Es werden alle gleich behandelt, was das betrifft. Der eine ist weiter als der andere. Und
Wer sich das erlaubt, sich das Recht rauszunehmen, zu sagen, du hast 10 Kinder vergewaltigt und du hast 2 vergewaltigt, mit dir gebe ich dich ab, aber mit dir nicht, weil du hast 10, das gibt's hier nicht. Wenn das rauskommt, gibt das richtig Ärger, auch von der therapeutischen, wie von der pflegerischen und auch hier von der, mit Sicherheit auch von der Klinikleitung, das ist hier mit Sicherheit nicht gewünscht. Es sollen alle und müssen auch alle eigentlich im Endeffekt, was das Delikt betrifft, gleich behandelt werden. Was glauben Sie, was die Menschen hinter dem Zaun und hinter der Mauer über Sie denken? Ja, Monster. Lass die haben nicht mehr raus. Also ich glaube schon, dass der größte Teil auch schon drüber nachdenkt, die Tore gar nicht mehr aufzumachen, sondern sie zuzumauern und dann alles dahinter lassen, was dahinter ist. Es gibt auch andere, die sagen einfach an der Wand oder Schwanz ab, was völliger Blödsinn ist, weil man denkt mit dem Kopf und nicht mit dem Schwanz. Das ist so, da mache ich mir eigentlich nicht große Gedanken so drüber. Kann man einen Mord verdrängen? Ja, kann man. Wollen Sie sich etwas bestellen? Ja, für Musikanlage, CD-Player. Aber ich sehe gar keiner drin. Die Stufen. Wie funktioniert das dann mit der Bezahlung? Ich mache hier Bestellung, dann rufe ich an. Dann kommt das Paket per Nachname. Oder wenn ein Paket auf Rechnung kommt, dann fülle ich das vorne gleich im Büro aus, wenn das kommt, und wird Geld überwiesen. Haben Sie hier ein Konto? Ich habe hier ein Konto. Also ein klinikinternes. Was bekommen Sie im Monat? Oh, 100 noch was Taschengeld. Und dann eben noch das Arbeitsgeld, das immer unterschiedlich ist. Für Ihre Arbeit im Kultur-Z? Im Kultur-Z. Wie viel ist das ungefähr? Ja, so im Durchschnitt zwischen 100 und 150 Euro. 31 Kochgruppen. Da haben wir auf dem Flur einen großen Schrank stehen. Gerammelte voll. Abends sind wir alle pennen gegangen, früh stehen wir auf, Schrank geknackt, alles weg. Da bin ich nicht so etipetit. Wo soll ich dein zu trinken? Tut doch auf mir. Hier nimmt doch so eine Teller. Ich hab doch tiefe Teller mitgebracht. Ja, so. Sieht das so verkochen. So. Wie oft machen Sie denn solche Grillabende? Verrat man nicht. Oh, so alle paar Wochen. Spontan? Das kann auch einmal die Woche sein. Kann Donnerstag schon wieder sein. Und wie kommen Sie an die Würstchen? Kaufen. Cool, ich bin beim Einkauf. Netto Einkauf und dann gucke ich immer, dann sind da auch meistens Thüringer Rostbratwurst, die nehme ich natürlich dann alle mit, weil die gut ankommen. Ja. Der Winnie macht das schon. Ja. Jo. Haben Sie eigentlich so eine Art Taschengeld oder wovon bezahlen Sie die Würste? Kochgeld, Taschengeld. Arbeitsgeld. Was ist denn Kochgeld? Verpflegungsgeld. Verpflegungsgeld. Wir kriegen 142 Euro. Im Monat und da können wir dann selber von einkaufen. Die Grünen Selbstverpflegung. Also Selbstverpflegung. Die meisten, manche haben von der Großküche, die haben dann kein Verpflegungsgeld, die kriegen dann von der Klinikküche. Ansonsten die anderen, die verpflegen sich dann selber. Aber für 142 Euro, ist das machbar? Gerade so. Ich guck auch wegen Angebote. Es geht, man muss Angebote gucken und. Und häufiger ist man auch. Vergleiche machen. Vielleicht mal eine Aldi-Fahrt. So. Ist der Maßregelvollzug eine Art Freizeiteinrichtung? Für jene Menschen, und das sind immerhin ungefähr 15% unserer Patienten, die diese Einrichtung nie wieder im Leben verlassen werden, also zumindest von denen ich auch glaube, dass die Gerichte sich dieser Haltung anschließen,
Ist eine solche Klinik ein Lebensraum, in dem Sie letztendlich bis zum Tode oder bis zu einem Zustand, in dem Sie vielleicht in ein Hospiz gehören, bleiben werden? Das heißt, Sie müssen diesen Menschen Arbeit geben und Sie müssen diesen Menschen Freizeitmöglichkeiten geben. Und die forensische Psychiatrie betrachte ich als einen Teil eines humanistisch angelegten Rechtssystems. Wir haben es mit Menschen zu tun. Sie können Menschen nur dazu veranlassen, sich selbst zu betrachten und das auch möglichst ohne rosa Brille, wenn sie auf der anderen Seite diesen Menschen als Menschen begegnen. Und das heißt, ihnen Arbeit geben, ihnen nach Möglichkeit irgendeine Art von sinnvollem Leben in einer solch hochgesicherten Einrichtung geben. Und das heißt auch Freizeit. Und für viele ist es ein Fortschritt, dass sie Hobbys entwickeln können. Ja, dass sie nicht nur die ganze Zeit wie draußen mehr oder minder drogenintoxikiert durch die Gegend gelaufen sind und stundenlang Pornos gucken, sondern dass sie erstmals merken, dass man noch was anderes mit dem Tag machen kann. Ja, dass sie auch was anderes können, dass sie einen Schulabschluss machen können, dass sie eine Berufsausbildung machen, was sie sich vielleicht vorher gar nicht zugetraut haben. Also auch das ist ein Auftrag der forensischen Psychiatrie. Wie viel kostet ein Platz hier? Also im Durchschnitt kann man sagen, dass so ein Tag 240 Euro kostet. Das heißt, das ist natürlich teuer. Das Geld ist deswegen eine so aufwendige Maßnahme, weil es natürlich sehr personalintensiv ist. Maßregel heißt ja Sicherung und Therapie. Was ist wichtiger? Das kommt drauf an. Der Auftrag im Gesetzestext lautet genau in der umgekehrten Reihenfolge Besserung und Sicherung. Da, wo die Besserung nicht hinreichend erzielt werden kann, es ist ja nicht jeder so therapeutisch und psychiatrisch zu behandeln, dass seine Gefährlichkeit auf ein solches Maß zurückgeht, dass er wieder entlassen werden kann, dann ist der Auftrag der Sicherung. Und die Sicherung ist gleichzeitig auch eine erste zwingende Notwendigkeit, um hier überhaupt therapieren zu können. Sie müssen sich vorstellen, die meisten Patienten, die wir haben, sind ja nicht unbedingt glücklich, dass sie hier sind. Die wollen eigentlich nicht in so eine Einrichtung. Sie möchten eigentlich in Freiheit. Sie sind auch etwas überrascht, wenn sie hierher kommen, weil sie manchmal die Idee haben, forensische Psychiatrie sei so eine Art Haftleid. Dann geht man in die Psychiatrie, erzählt dem Psychiater irgendein dummes Zeug und dann lässt er einen wieder laufen. Das ist ja so eine laienhafte Vorstellung. Und wenn sie dann erstmal hier sind, merken sie, dass das nicht unbedingt die attraktivere Lösung ist, sondern dass es viel Arbeit verlangt, dass es zeitlich offen ist. Eine Haftstrafe ist zeitlich befristet. Forensische Psychiatrie nach § 63 ist zeitlich unbefristet. Das heißt, wir haben hier Täter sitzen, die haben eine Haftstrafe von 5 Jahren, wären also, wenn sie im Gefängnis wären, schon längst wieder draußen und sitzen aber schon 12 Jahre hier. Mach jetzt nochmal von vorne. Hast du das Mikro ein bisschen leiser gemacht? Noch nicht. Mach das. Ja, gleich ist das. Paragraph 63, das ist, wo ich lebe. Den Beat noch lauter. Jetzt nochmal von vorne. Paragraph
Paragraf 63, das ist wo ich lebe. Das ist der Ort, wo das Elend von der Decke regnet. Hier bist du wehgelähmt, ganz allein, Herz aus Stein. Du bist machtlos gegen diesen Scheißverein. Hier gibt es viele Leute, die nur noch die Leere sehen. Alle wollen hier raus, doch können die Freiheit nicht mehr sehen. Paragraf 63 ist mein Klotz am Bein. Alles verlogen hier, alles hier mehr Schein als Sein. Die Jahre ziehen vorbei, jeder Tag ist nie der gleiche. Es macht dich ohnmächtig, kein Entkommen aus dieser Scheiße. Du fragst dich immer wieder, was wollen diese Leute von mir? Sie wollen dich korrigieren, erwarten nur Gehorsam von dir. Man wird zu dumm verkauft, wenn du hier die Wahrheit sagst. Alles was hier abläuft, Überwachungsstaat. Deine Ängste werden hier missbraucht, Tag für Tag. In den Stellungsnamen steht nur, was der Teufel sagt. Sie wollen dich definieren, nur aus einer Vermutung heraus. Alles hier Gespinst, so wie der Nikolaus. Doch ich bleibe stark und flüchte in die Rapmusik. In den Kraftsport, weil es diesen Schmerz besiegt. Abteilungsleitung, Therapeuten habe ich selten gesehen. Eure Lügen zerstöre ich im Wand umdrehen. Alles Schall und Rauch, alles Unsinn, was ihr glaubt. Für mich seid ihr alle Dreck, der mein Leben verstaubt. Paragraf 63, das ist wo ich lebe. Das ist der Ort, wo das Elend von der Decke regnet. Hier gibt es viele Leute, die nur noch die Leere sehen. Alle wollen hier raus, doch können die Freiheit nicht mehr sehen. Paragraf 63 ist mein Klotz am Bein. Alles verlogen hier, alles hier mehr Schein als Sein. Ich hänge hier zwischen Pädophilen in der Klinik ab. In Eichelborn gibt es viel von diesem Dreckspark. Sie gehören hier hin, alles richtig, keine Frage. Doch es gibt andere, die hier nichts zu suchen haben. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, ich weiß, ich habe recht. Durch eure Machenschaften geht es vielen Leuten hier schlecht. Alles Schall und Rauch, alles Unsinn, was ihr glaubt. Für mich seid ihr alle Dreck, der mein Leben verstaubt. Das war's. Herr Steffes, wie gefällt Ihnen das Lied? Top, passt. Fühlen Sie sich richtig interpretiert hier? Ist das Eichelborn? Das ist Eichelborn. Das ist gerade Gänserot. Sind Sie pädophil? Also ich nicht, ne. Warum dann Kinder? Kinder waren für mich leichte Beute. Die waren einfacher zu handeln. Da wusste ich, da gab es zu wenig Widerstand. Und bei einer Frau, die hätte sich ja wehren können, die hätte mich auch schlagen können, habe ich mich nicht dran getraut. Die Mädchen, die Sie missbraucht haben, kamen die aus einem persönlichen Umfeld? Nein, ich kannte keins von den Opfern. Das waren also völlig wahllos. Ausgewählte Mädchen, also die mussten schon zur Fantasie passen. Also die hatten, ich hatte mir da schon vorgestellt, wie die aussehen sollten. Aber ich hatte nie jetzt irgendwie, dass das irgendwie Familienangehörige waren oder aus dem Bekanntenkreis. Ich kannte keins der Opfer. Können Sie diese Fantasien beschreiben? Ich habe meistens immer so Fantasien am Anfang gehabt, dass ich mir vorgestellt habe, dass ich eine Freundin habe, schönes Leben hab, einen Job hab, wir schlafen miteinander, wir streiten miteinander und irgendwann kommt das dann tatsächlich so dazu, dass ich dann so viel Stress aufgestaut habe, dass ich den überhaupt eigentlich persönlich gar nicht verarbeiten kann. Und dann habe ich mir vorgestellt, dass sie auf einmal eine Tochter hat, die eigentlich vorher gar nicht da war. Und diese Tochter, ich habe sie dann dafür verantwortlich gemacht, dass die Beziehung mit meiner Freundin, die ich vorher in meinen Fantasien hatte, kaputt gemacht hat. Und dass ich mich in den Fantasien dann nicht an die Frau, die in meinen Fantasien war, gerecht habe, sondern an der Tochter. Ich habe das früher immer so gemacht, ich fahre heute Fahrrad, habe ich immer gesagt. Ich habe einfach Fahrrad genommen, mein Messer genommen, ein Band genommen und bin losgefahren. Ich habe auch nie darüber nachgedacht, dass ich das eigentlich nur brauche, um Opfer zu suchen. Und wenn ich die passende Situation hatte, dann habe ich sie mir geschnappt. Ich habe genau dasselbe gemacht, was eigentlich ich auch erlebt habe. Sie mussten mich also befriedigen, sie mussten mich streicheln, küssen. Es ist nicht zum Geschlechtsverkehr gekommen. Bei einer habe ich es funktioniert, bei einer habe ich es versucht, da hat es nicht funktioniert. Aus Nervosität, aus was für Sachen weiß ich gar nicht eigentlich so richtig.
Und für mich ist das hinterher, wenn man ganz ehrlich sein soll, das war schon fast Normalität. Das ist das Schlimme daran. Was war Normalität? Dass ich meine Fantasien so umsetze, wie ich sie umgesetzt habe. Aber Sie wussten ja um die Qualen. Ja, ich wusste ganz genau, dass was mir jetzt da passiert ist, wenn ich das mache, dass das den Opfern auch passiert. Wie haben Sie die Qualen der Mädchen erlebt? Ich habe die ausgeschaltet. Ich habe wollte einfach nur meins durchsetzen. Ich habe die Umwelt gar nicht mehr wahrgenommen. Ich hätte wahrscheinlich gar nicht mal mitgekriegt, wenn sich einer neben mir gestellt hätte. Ich war einfach nur noch fixiert darauf, das zu tun, was mir gerade im Kopf vorgeht. Ich habe nicht mal mehr mitgekriegt, ob der Busch geraschelt hat, ob da, ich sag mal jetzt, ein oder zwei Menschen vorbeikommen, habe ich überhaupt nicht mehr registriert. Ich habe mich nur noch auf das Opfer fixiert und auf das, was ich vorhatte. Die Welt war einfach weg. Glauben Sie, dass Ihre Taten nicht passiert wären, wenn Sie nicht selber missbraucht worden wären? Kann ich ehrlich gesagt nicht beantworten, das weiß ich nicht. Die Tatsache, ob jemand nun sexuell missbraucht worden ist als Kind oder nicht, so schrecklich das ist, hat für mich für die Frage der Steuerungsfähigkeit und der Einsichtsfähigkeit fast null Aussage. Ja? Es gibt viele Menschen, die in ihrer Kindheit sexuell missbraucht worden sind. Früher viel mehr als heute. Das ist den Leuten ja nicht klar, aber früher sicherlich viel mehr als heute. Denken Sie an die Missbrauchsskandale aus den Kinderheimen der letzten Jahre, die aufgetreten sind, die sich alle auf eine Zeit der 60er, 70er Jahre bezogen haben. Und die allermeisten dieser Menschen haben völlig bürgerliche Existenzen und sind nicht straffällig. Das heißt, dass jemand erstmal sexuell missbraucht wird als Kind, ist eine sehr unangenehme und je nach Schweregrad auch ganz fürchterliche Erfahrung. Aber aus der können Sie nichts ableiten. Aber warum werden manche Opfer zum Täter und manche nicht? Unsere Gene sind ganz maßgeblich daran beteiligt, wie wir auf Umweltbedingungen auch reagieren, wie wir mit Stressoren umgehen, wie wir unsere Bindungsfähigkeit entwickeln zu unseren Nächsten. Also wie bindungsfähig auch ein Kind zu seinen Eltern ist, nicht nur die Eltern zu dem Kind, sondern auch das Kind zu den Eltern, wird genetisch mitbedingt. Wie angstvoll das Kind ist, wie unruhig es ist, wie schwer es zu beruhigen ist. Das sind komplizierte Wechselmechanismen zwischen sozusagen Umwelt und Genetik. Und wenn Sie ein sehr unruhiges Kind haben, werden die Eltern auch erzieherisch anders darauf einwirken. Und je nachdem, wie die soziale Kompetenz dieser Eltern ist, werden sie erzieherisch anders darauf einwirken. Das wiederum beeinflusst auch das Kind in seinem Werden, in seiner Beziehungsaufnahme zur Umwelt. Das heißt, Genetik und soziale Erfahrung und insbesondere auch Bindungserfahrung des Kindes zu Eltern sind die Basis dafür, wie wir uns im späteren Leben entwickeln. Wie war denn Jens als Kind? Das war ein ganz besonders liebenswerter kleiner Junge, der ganz lebhaft war, der immer gelacht hat, ist auf andere zugegangen, aber er war halt unruhig auch dabei, ne? Also er war immer schon sehr energisch und auch sehr fordernd, nicht? In allem, was auf ihn zukam und was er wollte. Das war für ihn immer etwas Machbares und es musste gehen. Waren Sie strenge Eltern? Nein, überhaupt nicht. Ich jedenfalls nicht. Ich war unkonsequent. Was man über Reden nicht erreichen kann, das ist halt nicht zu erreichen, meiner Meinung nach. Also man kann strafen, nur in begrenztem Sinne. Schläge gibt es nicht. Und Liebesentzug ist auch albern. Aber haben Sie ihn je bestraft für etwas, wenn er was ausgefressen hat? Oh, da müsste ich jetzt überlegen. Wüsste ich nicht. Also, fällt mir jetzt auch nichts ein, ehrlich gesagt. Wie haben Sie denn die Pubertät von Jens erlebt? Das war, als er
ab 11 ungefähr, ne? Als er dann in die Schule nach Ennigerloh kam. Ne? Und da waren eines Tages Kinder, die schelten bei uns, Jens soll rauskommen. Aber Jens wollte nicht rauskommen. Und dann habe ich gesagt, was wollt ihr denn? Habe ich den Kindern gesagt, Jens möchte nicht kommen. Und da haben die Kinder gesagt, Jens soll uns nicht immer so schwul anmachen. So haben sie sich ausgedrückt. Ich habe ihm natürlich besonders versucht nahezubringen, dass ich da nicht die geringsten Vorurteile habe in dieser Hinsicht, aber dass das Leben leichter ist als Heterosexueller. Ne? Wurde denn bei Ihnen zu Hause über Sexualität geredet oder war das ein Tabuthema? Nein, das war kein Tabuthema. Überhaupt. Aber wann bot sich schon mal die Gelegenheit, über Sexualität zu reden? Ne? Nur wenn so Probleme auftauchten oder sowas. Aber sonst. Wir haben ihm dann natürlich gesagt, dass er seine Sexualität irgendwann in den Griff kriegen muss. Dass er nicht andere Kinder belästigen soll, ne? Sex ist eine Waffe. Sex ist eine Waffe, mit der man andere erniedrigt und klein hält. Auf eine Art und Weise, die perfider ist, als wenn man jemand eine Pistole auf die Brust setzt. Und ich bin der Täter. Ich habe diese Waffe benutzt. Ich habe diese Waffe gegen Leute angewandt, die überhaupt nicht gemerkt haben oder gar nicht merken konnten, was da mit ihnen passiert, weil sie einfach in ganz anderen Vorstellungen gelebt haben und ganz andere Vorstellungen vom Leben hatten. Ich würde gerne noch mal auf den Prozess kommen für die letzte Tat. Waren Sie bei dem Prozess auch dabei? Ja. Von Anfang bis Ende. Haben Sie auch das Opfer gesehen? Ja. Ja. Und waren die Eltern des Opfers auch da? Ja. Ja. Das heißt, der hatte nur eine Mutter und der Freund der Mutter war dabei. Und haben Sie mit ihm gesprochen? Nein. Nein. Die waren ja auch nur kurz da. Gelegenheit die waren dazu. Nur kurz. Die waren, glaube ich, nur einen halben Tag da. Die wurden nur reingeholt. Wir saßen immer mit drin und die wurden nur kurz reingeholt und dann wieder rausgeführt. Also. Wie ging es Ihnen, als Sie die Eltern sahen? Ich hatte in diesem Fall kein schlechtes Gefühl, weil ich der Meinung war, dass das, was da passiert ist, mindestens beiden gleichermaßen anzulasten war. Beiden Erwachsenen. Da hatte ich keine Probleme mit. Sie haben also auch das Opfer nicht als das Opfer gesehen? Nein. Sehe ich auch heute nicht so. Sie haben mir ja Ihr Urteil zu lesen gegeben. Und ja. In dem Urteil steht, dass dieser Junge, dieses Opfer, bereits sexuell missbraucht wurde. Ja. Das heißt, Sie haben ihn erneut missbraucht? Sozusagen ja. Können Sie sich vorstellen, was Ihr Opfer empfunden haben könnte? Ja, wie soll ich sagen? Es ist halt so eine Situation, wo man gerne sagt, ich hätte es gerne ungeschehen gemacht, aber es geht halt leider nicht. Nur ich weiß mittlerweile, dass das für ihn die Hölle gewesen sein muss. So wie Ihr Sohn erzählt, muss das Opfer ja große Schmerzen erlitten haben. Aber das Opfer? Da weiß ich nichts von. Also der Jens hat vor Gericht gesagt, dass er nach Hause gekommen ist, zum Arzt sofort gegangen und hat sich untersuchen lassen. Und der konnte jetzt keine äußere Gewalt feststellen, ne? Ja, und der Arzt in dem Gutachten stand ausdrücklich, Entschuldigung. Es waren subjektive Beschwerden, die der Junge hatte. Der junge Mann gibt an, Beschwerden zu haben, aber er hat selbst keine festgestellt, also keine irgendwie gearteten Verletzungen, weder außen noch innen. Haben Sie sich je für Ihren Sohn geschämt? Das weiß ich jetzt nicht genau, ob man das so nennen kann. Vielleicht irgendwie schon, ja. Wenn ich das in der Zeitung auch nachlesen konnte und bis in alle Einzelheiten und das hier auch vor Ort und einige Leute, die uns kennen, die wussten, dass das der Jens ist, ne? Da habe ich mich schon geschämt, ja. Oh, die Zeitung. Glaube ich. Die Zeitungsberichte sind ja. Ja, das ist ja egal, aber ja, es ist, ich verstehe dass das alle Leute das lesen konnten. Da steht natürlich Käse drin. Wir sind offenbar. Ja, wir haben aber das ja selbst gesehen. Peinliche Einzelheiten. Die sind zwei Stunden da drin und hören mit und dann gehen sie nach Hause. Dann schreiben sie einen Artikel, ne? Und kriegen das meiste gar nicht mit. Meinen Sie, dass es für Sie leichter ist, weil Sie Adoptivmutter sind? Nee. Nein. Ich habe manchmal sogar Bedenken, wenn ich danach gefragt habe, werde zu sagen, ich,
das ist unser Adoptivsohn. Ich habe das immer vermieden, weil ich denke, wenn man sagt, das ist unser Adoptivsohn, in dem Moment distanziert man sich. Denke ich, bewusst oder unbewusst. Die Tatsache, dass wir ihn adoptiert haben, ja, ist in meinen Augen auch eine besondere Verpflichtung. Ja. Er ist einmal im Stich gelassen worden, so empfindet er das jedenfalls. Ne? Und jetzt kümmern wir uns um ihn, adoptieren ihn. Der verkraftet das und nicht, wenn man ihn ein zweites Mal im damit? Stich lässt. Ne? Das geht nicht, das kann man einfach nicht machen. Aber wenn Sie darüber nachdenken, dass Ihr Sohn ein Sexualstraftäter ist, wie geht es Ihnen damit? Ich muss damit leben. In Wirklichkeit ist das für mich ein Albtraum, eigentlich. Als, ja, jetzt fange ich dann auch schon fast an zu heulen. Ja, das ist... Warum haben Sie Schuldgefühle? Nein, aber der Junge tut mir auch so leid, weil er ja überhaupt gar keine... Wie soll der irgendwann mal zu einem glückhaften Leben kommen, stelle ich mir vor. Und wenn wir beide mal nicht mehr sind, hat er niemand mehr, der ihn gern hat. Wir haben ihn natürlich ganz ohne Vorbehalte immer gerne, egal was passiert, ne? Weil das ist eben natürlich. Und wenn wir jetzt nicht mehr sind, hat er niemand mehr, ne? Der ihn gern hat. Deshalb fände ich das ganz toll, wenn er jemand finden würde, der ihn gern hat. Was denn? Ich kann meinen Bürsten mal weiter. Ah, ja, das wird. So. Gut. Das Wichtigste. Die Brille. Pinsel haben Sie? Pinsel habe ich. Farbe brauchen Sie? Farbe ist so ein Ding, so einfach ein Deckel. Suchen Sie sich die raus? Ich suche mir, ich weiß nicht, wo sie sind. So. Ja. Das ist alles da drin, ne? Hm? So. Malmittel? Brauche ich nicht. Sie haben Tee? Brauche ich nicht. Mach ich erst mal so. Gut. Machst du eigentlich noch auf der Station los? Ja. Wenn ich mal dazu komme. Ja, das. Ich bin ja so viel. Ich könnte dazu kommen, bei mir ist das aber zu stressig auf der Station. Ich habe ja keine Ruhe. Ach, ich setze mich auf den Balkon und dann war's das. In Ihre Kleingarten-Idylle. Ja. Ich würde mich auch gerne in eine Freistunde setzen und malen, aber das ist gar nicht möglich. Weil wenn du da Ding aufbaust und nicht aufpasst, dann kriegst du irgendwann den Ball vom Kopf. Schwarzen Ratten da am Balkon. Was für schwarze Ratten? Was sind denn schwarze Ratten? Da habe ich den Taubenabwehr gebaut. Ja. Alles so Spieße rein. Das sieht auch so. Haben Sie je eine Frau geküsst, die Sie geliebt haben? Nee. Könnten Sie sich vorstellen, sich zu verlieben? Nee. Warum nicht? Ja, erstmal, ich will ja hier gar nicht mehr raus. Und so Beziehung von drin nach draußen, das ist sowieso nichts. Und ist auch schwer für mich. Weil ich kenne das, ich habe sowas nicht kennengelernt und habe auch Angst davor dann. Und dann lieber nicht. Aber haben Sie keinen Wunsch nach Nähe oder Zärtlichkeit? Wunsch schon, nur es bleiben Wünsche. Wünsche, Träume. Es würde nicht in Erfüllung gehen. Ich weiß auch gar nicht, ob es klappen würde so. Weil man gibt sich schon mit dem Mörder ab, oder? Das sind dann so meine Gedanken. Zum Beispiel der Wunsch nach Sexualität, wie funktioniert das hier? Ist abgeschalten. Im Kopf oder per Medikamente? Im Kopf.
gut, abends, wenn man mal im Bett liegt, in Ruhe, was die Selbstbefriedigung, aber... Wie ist denn Ihr Verhältnis zu Frauen? Ich sag mal so, wenn sich jetzt hier drin eine Patientin in mich verliebt, gab's auch schon. So, da habe ich abgeblockt und das war zum Beispiel damals Situation im Atelier. Da hat sich eine in mich verliebt und die kannte ich gar nicht. Und da habe ich dann mit Frau Schulte drüber gesprochen. Ich sage, ich komme ja nicht mehr her, will ich nicht. Weil die ist schon oft dringlich geworden. So. Und, Aber wovor hatten Sie Angst? Ja, von einer Beziehung überhaupt so, will ich nicht so. Weil ich kenne mein Verhalten, ich weiß, weswegen ich hier bin und... Hätten Sie Angst, dass Sie der Frau was tun? Ja. Was ist, wenn man einen Streit kriegt oder wenn auf einmal sie sagt, ist Schluss? Glauben Sie, dass irgendwann von Ihnen keine Gefahr mehr ausgeht? Nein, definitiv nicht. Sexualstraftäter, also zu denen ich auch zähle, sind immer potenzielle Täter. Die Potenz kann man unterschrauben, ja, aber nicht die Gefahr. Sind Sie ein Risiko? Ich glaube, ich werde ein Leben lang ein Risiko bleiben, weil man nie weiß, ob die Therapie wirklich, ich sag mal, angeschlagen hat und ob man das auch wirklich umsetzen kann, was man gelernt hat. Also ich kann für mich klar sagen, dass ich unter der Betreuung draußen nicht, ohne Betreuung draußen nicht leben kann. Das ist für mich klar. Ich werde mich hüten, wenn ich zu irgendjemandem sagen müsste, ich bin geheilt. Weil ich glaube auch gar nicht, dass man uns heilen kann. Sondern man kann uns verändern und man kann uns verbessern und man kann auch gucken, dass die Sachen, die wirklich schiefgelaufen sind im Leben, auch die Denkweise zum Beispiel, dass man die versucht wirklich umzukrempeln, dass man wirklich auch das, was man dann lernt, auch im Kopf behält und verewigt und auch die Hilfestellung, die man bekommt, auch dann annimmt. Dann kann man es schaffen. Und geschafft hat man es eigentlich erst immer, ich sage das immer so, wenn man in der Zinkwanne liegt, dann hat man die Therapie bestanden, vorher nicht. Möchten Sie hier im Longstay sterben? Ja. Also ich möchte nicht mehr raus. So. Ob ich nun nicht hier ein Longstay oder ein Therapiehaus oder, also auf jeden Fall will ich nicht raus aus der Einrichtung. Irgendwohin entlassen werden oder so. Was ich mir vorgenommen habe, hier ein 1:1 mal zu schaffen, so einen begleiteten Ausgang. Sie bekommen ja im Moment keine Lockerung. Ich habe so in der Hinsicht, also extern nichts, außer die externe Fixierung, so, die ist weg. Aber intern, ich tue ja am Kultur Z arbeiten, das ist schon eine Vergünstigung für mich. Ich kann mich in Gelände bewegen. Ich würde noch mal auf diese externe Fixierung kommen. Was meinen Sie damit? Das ist zum Beispiel Arztfahrt. Fährt man normalerweise mit Handschellen, gesichert, ein Bulli. Und jetzt fahre ich dabei ohne Handschellen, im gesicherten Bulli mit zwei Pflegern. Und das ist eigentlich schon für mich eine Lockerung. Es war in der Hinsicht keine, aber für mich persönlich ist es eine. Haben Sie Ausgang? Ja, ich habe 1:1 und Gruppenausgang. Was bedeutet 1:1? Ein Pfleger, Pflegerin und ein Patient. Morgen, Stern. Morgen, Herr König. Ich habe gehört, Sie sind heute derjenige, welcher die ehrenvolle Aufgabe hat, die Kochgruppen einzukaufen. Ja. Gibt es irgendwas, wo ich mir Sorgen machen muss, so in den letzten Tagen, dass Sie irgendwie nicht gut drauf werden? Nein. Wir fahren zum Kaufland. Frostland auch? Frostland und Schlachthof. Wir haben Geld, haben wir andere Fälle? 600, circa 600 Euro. Gut. Überhaupt Probleme brauchen wir nicht zu erwarten, ja? Nein. Okay, dann. Machen Sie sich fertig, ich mache den bürokratischen Kram und die Kleidung muss ich noch wissen. Die beiden sind die so an? Beige komplett. Beige komplett, Turnschuh, beige. Ja, beige. Freizeit, ne? Alles klar, mach ich fertig. Ja. So.
Zertifikat hat er schon, Geld hat er auch schon, dann könnten wir so ziemlich schon losfahren. Handy? Handy hab ich noch nicht, und das mich schon erinnert. Ja. Ich mach schon mal wieder zu, damit hier nicht blockiert ist. Ja. Wenn Sie die Gelegenheit hätten, würden Sie fliehen? Nee. Warum nicht? Kann ich so beneiden. Erstens einmal bin ich hier sicher. Zweitens ist mir ganz deutlich klar, wer hier abhaut, wird wie ein Terrorist gejagt. Das ist so. Das ist in Eichelborn einfach so. Und ich glaube auch nicht, dass ich über die Stadtgrenze Lippstadt drüber hinaus wegkomme, weil das Polizeiaufgebot dann hier so hoch ist und Hubschrauber und all so ein Kram. Würde mich in Stresssituationen bringen, die eben nun mal auch wieder Fehler hervorrufen können. Wenn ich jetzt abhauen würde, müsste ich irgendwo unter der Brücke pennen. Ich habe ja nichts, ich habe ja kein Dach über dem Kopf, wenn ich rauskomme. Flucht kommt nicht in Frage, weil dann würde ich auch den Leuten, die mit mir die Jahre lang gearbeitet haben, vom Kopf stoßen. Die Pfleger sind nämlich für mich so ein bisschen schon Familie. Was anderes habe ich nicht. Aber glauben Sie denn, dass Sie austherapiert sind? Also ich zumindest als Sexualstraftäter darf mir nie sicher sein, ich bin jetzt gesund. Ich bin ja im Endeffekt auch gar nicht krank, ich habe ja keinen Husten. Ich habe einfach mein Leben nicht im Griff gehabt. Ich konnte mich und meine Umwelt, die habe ich ja real gar nicht wahrgenommen. Ich war ja ganz woanders. Und ich habe ja immer meine Traumwelt gesucht, um eine reale Welt zu haben. Und die gibt es ja nicht. Das Real ist eben einfach das, wenn man wirklich hier aus dem Tor rausgeht, das ist real. Und damit muss man klarkommen und das muss man hier lernen, von Picke auf an. Und wenn man das nicht bereit dazu ist, das zu machen, dann brauche ich nicht raus. Ja, wir sind fertig. Ja, super. Hier im Maßregelvollzug leben ja psychisch Kranke. Weil Sie gerade gesagt haben, Sie sind nicht krank. Sind Sie krank oder kriminell? Für mich ist Sexualstraftat eine kriminelle Tat. Weil ich, wie gesagt, ich habe ja keinen Husten, ich habe keinen Schnupfen. Hallo. Krankheit ist für mich Husten, Schnupfen, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, aber nicht eine Sexualstraftat zum Beispiel mit Gewaltausübung. Das ist Verlust von Selbstkontrolle. Und dann gab es das dritte Delikt, wo die Frau tatsächlich dann auch zu Tode gekommen ist. Was unterscheidet eigentlich das zweite und das dritte Delikt aus Ihrer Sicht? Ja, fast nichts. Mhm. Nur, dass der eine im Wald war und der andere so kurz vor dem Wohngebiet. Mhm. Also die andere hätte ja auch tot sein können und die hier war dann tot.
Wissen Sie noch, wo Sie hingestochen haben? Ja. 7 Stiche im Bereich der linken Brustseite. Seitliche linke Brustwand. Eröffnung der Brustwand, also Lungendurchstoß. Ne? Dann noch Abwehrschnittverletzung und dann auch noch mal ein Schnitt, oder ein Stich besser gesagt, ein Stich in den Hals mit Durchtrennung des Kehlkopfes. Das heißt, da haben Sie mehrere Verletzungen gesetzt, die alle tödlich waren im Grunde. Das eine war Stiche ins Herz und das andere der Stich in den Hals. Warum diese Art der Stichverletzung? Ja, aber die hat es sich ja gewehrt. So. Was ist mit den Vergewaltigungsfantasien jetzt? Wenn ich stinksauer bin oder so, sind die wieder da. Und gut, Sie werden auch sexuelle Fantasien haben, wenn Sie nicht sauer sind? Da habe ich auch sexuelle Fantasien. Ja. Nur, ich sage mal, ich habe hier angefangen, so, ja, so Liebesfilme zu gucken. Ja, aha. So Beziehungsfilme und so. Ja. Und aha. Daraus habe ich mir dann entwickelt. Ja, also ich habe so angefangen, was Romantisches zu sehen. Ja, so romantische Filme, aha, früher immer gewaltvoll. Und ja, aha. Und das nehmen Sie so als Vorlage, ja, für sich. Wie ist das heute für Sie? Wie ist heute Ihre Haltung zu Ihren Taten? Ja, ich kann so Gefühle zeigen, so, ich kann drüber sprechen, ich kann sagen, es tut mir leid, so, aber es kommt keine Träne, nichts so. Aber tut es Ihnen leid? Oder haben Sie doch das Gefühl, ja, es müsste Ihnen nur leid tun? Nee, es tut mir leid und da ich es ja nicht rückgängig machen kann, habe ich für mich eben klar, ich will hier auch nicht mehr raus. Ja. So. Dass sowas nicht mehr wieder passiert.